Hallo und herzlich willkommen zurück zu A New Beginning Final Cut. Ja, die Folge wird hier heute diesmal einen kleinen Cut wortwörtlich drin haben, auch weil ich einen Film gerne gucken wollte und natürlich jetzt mitten in der Aufnahme festgestellt habe, dass wir schon kurz vor 20.15 Uhr haben. Ja, ich habe jetzt spätabend schon vom Tag her, aber lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall wird die Folge sowieso normale Länge haben. Es wird aber ein Cut drin sein, weil ich dann ungefähr für 1 bis 2 Stunden weg bin und kurz mehr Film angucke. Aber für euch ist das ja zum Glück nur ein paar Sekunden. Von daher freut euch auf jeden Fall. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Okay. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im ersten Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten, kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich, Barney Flint. 2. Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duwe Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet, Barney Flint, Managing Director. Wie nett. Moment. Ein warmer Händedruck wäre mir lieber. Okay, ein warmer Händedruck wäre ihm lieber. Warum? Was für ein schönes Material. Wie es wohl hergestellt wird? Kommode? Das findet sie schön schon. Okay. Huch, das wollte ich gar nicht. Kann ich das nochmal... Okay. Nochmal schließen. Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen. Okay. Moment, guck mal auf die Pflanze am Tisch. Und jetzt guckt. Nee, passiert gar nichts mehr. Tschüss, ihr Möwen. So, wir gehen wieder rein. Gibt's hier noch was? Nee, okay. Hier die Tür öffnen. Können wir aber auch nicht viel mehr machen, ne? Oh, doch, wir können. Lack für die Nägel, Tusche für die Wimpern, ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Malset für das Gesicht? Ah, diese Pfeile sieht nützlich aus. Eine Nagelfeile. Auch schön. Wer hat das denn vergessen? Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Dafür ist doch der Raum schon extra dicht. Quasi, also... Ah, sie hat aber auch Probleme, die Dame. So. Wow. Da könnte man ganze 5 Faces drin stapeln. Okay, wir gehen hier raus, das wird creepy. Ganze 5 Faces, na gut. Tür 23? Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Irgendwo lustig, aber... Irgendwo auch traurig. So, wir gehen mal in die Kantine. Kantine, Entschuldigung. Gott, Kantine. Kante geben oder wie? Oh, Moment. Tür schließen. Ich sehe doch einen Snackautomat. Ah, schade. Ich weiß, Snackautomaten müssen nicht in jedem Spiel funktionieren, aber das ist halt so ein kleines Gimmick. Ah. Nichts, ne? Nee.
Was ist das? Noch nie eine Mikrowelle gesehen? Mikrowelle? Das Ding sendet Wellen? Yep. Kann man damit auch funken? Ha, also eine Antenne würde ich da nicht reinstecken. Am Ende fliegt mir noch der ganze Laden um die Ohren. Und das wäre nicht sehr appetitlich. Das glaube ich gern. Okay, das war krass. Ja, wir sprechen mal mit denen. Was kann man hier essen? Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Rackfisk? Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Auch wenn nicht gerade sonderlich appetitlich aussieht, aber... Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Ne? Oh, Apfelstrudel kann ich auch mal wieder essen. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal. Kennt ihr das, wenn ihr so einen richtig schönen, frischen Apfelstrudel habt? Oh, Mann! Ich muss wieder Apfelstrudel essen. Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Geben Sie her. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Da. Nur noch kalt. Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit. Okay. Ist das wieder der Augenschaft, die einfach mal so random aufploppt? Wahrscheinlich. Ich habe so das Gefühl, dass die Mikrowelle gar nicht funktioniert. Der Strudel ist immer noch kalt. Der Strudel ist immer noch kalt. Kein Problem, geben Sie her. Ich ahne Böses halt schon wieder. Da 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 da. Da 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 da. Ich glaube, das ist Beethoven, ne, alles. Oder? Ist das so Beethoven? Müsste es sein, ne? Da. Ich mach weiter. Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit. Irgendwann müsste noch das auf den Keks gehen, oder? Doch, irgendwie Beethoven, oder? Oder was, Mozart? Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, es ist Beethoven. Mozart kommt nicht hin. Es ist immer noch kalt. Der Strudel ist immer noch kalt. Kein Problem, geben Sie her. Da 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 da. Da 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 da. Da. Bis dann. Ja. Ciao. Halbgarer Matsch. Wie kann man nur sowas mögen? Das nennt sich Rackfisk. Was auch immer das sein soll. Ich komme nicht ran. Her damit. Ich gebe Ihnen das jetzt direkt so. Da, 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 da. Okay, wir gehen mal wieder. Das ist halt auch jetzt nicht vonnöten, da ich ihn jetzt so lange nervt, bis da irgendwas geschieht. Von daher machen wir uns mal Richtung... Obwohl, ja, zum Arzt wollten wir ja nicht mehr. Nach oben will ich auch eigentlich nicht. Komm, wir gehen mal hier in die Mitte. Obwohl, zum Arzt wollten wir total, weil der Arzt gerade hier draußen steht. Hey, hey! Das ist doch prima. Zu. Ja. Aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Okay, hätte ich mir denken können, so oder so. So, nach oben und nach hier rein mal. Ah ja, stimmt, wegen der Antenne wollte noch gucken. Reden wir mal mit Oggi. Hey, Oggi. Oggi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Anschlag? Oggi, was hast du mit der Antenne gemacht? Ich habe sie aufgebaut. Genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. Es ist aber garantiert nicht meine Schuld, ehrlich. Andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht.
Spacewellen, Gehirn-Vibrations? Gehirn was? Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Ne? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen. Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und... ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah. Was machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy, das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sag ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Nicht ganz. Schade. Oh je, du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die Kute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Ich muss unbedingt herausfinden, wer Oggi spricht, weil ich glaube, ich kenne den aus Deponia, die Stimme. Hast du Bent gesehen? Ist er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und bewerfen ihn mit Konfetti. Ja. Wahrscheinlich. Bis später. Jojo. So, wir nehmen das Kabel noch. Und nimm diese Antenne hier vorne. Das Kabel ist viel zu kurz, um beide Antennen miteinander zu verbinden. Auf keinen Fall. Vielleicht direkt an der Zeitpunktantenne. Oder obwohl, ich kann ja gleich mal nochmal die Zeitpunktantenne selbst angucken. Hallo? Rausch, rausch. Immer noch kein Empfang. Okay. Oggi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Danke, Oggi. Hab ich gern gemacht. Sie steht stabil, aber der Empfang ist trotzdem zu schwach. Kiste. Öffnen. Alles, was eine Kiste ist, gehört geöffnet, finde ich. Looten und Säffeln, ne? Ach ja. Oh, wir haben noch mehr Kabel gefunden. Heißt? Das Kabel ist viel zu kurz. Nee, nicht auf meine Weise. Übrigens kann mir mal jemand sagen, ob ein Signal, also ein Antennensignal, genauso ist wie eine Art Stromding und ob das dann gefährlich ist, ein Gelände anzufassen, wo ein Funk durchgeht. Das wäre mal höchst interessant. Ich weiß, vielleicht könnte man das selber wissen, aber es wäre mal höchst interessant, das zu wissen. So. Hallo? Immer noch kein Empfang. Ach so, sag jetzt nicht, ich muss... Hä? Ach so, vielleicht muss ich die Antenne noch irgendwie aktivieren oder so, keine Ahnung. Ich guck mal hier rein. Hallo? Hey Lou, bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, hallihallo. Oh Gott. Oh Gott, sowas habe ich schon gerechnet mit. Dunkler kleiner Raum, ganze Zeit nur alleine sitzt und dann kommt eine Frau rein. Ist halt so typisch der Mann, der froh ist, wenn mal was Schönes vorbeikommt. Ne, so eine Art. Du bist Funker, funkst du gerade, ich muss los. Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Funkst du gerade? Wieso fragst du? Könntest du einen Moment lang damit aufhören? Du störst mein Signal. Du und Ben, ihr seid Arbeitskollegen, richtig? Nein. Ach, seid ihr nicht? Ich dachte nur, weil ihr beide so zusammen rumreist. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Natürlich. Wie war sie nochmal? Wie habt ihr euch beide kennengelernt? Oh Gott! Hör zu funken, du störst mein Signal. Hey, das war doch nur eine harmlose Frage. Ich muss einen Freund kontaktieren und dein Funksignal stört mich dabei. Würdest du also bitte endlich aus der Leitung gehen? Ich fürchte, das geht nicht. Ich spreche gerade mit Lou von der Bohrinsel nebenan. Wir haben sehr wichtige Dinge zu besprechen. Wie lange noch? Bis zur Mittagspause.
Wann ist Mittagspause? Sie hat gerade angefangen. Aber ich und Lou haben uns festgequatscht. Da kann ich doch nicht einfach aufstehen und abhauen. Svensson und du, ihr seid also keine Arbeitskollegen und auch nicht verwandt? Warum machst du nicht Mittag? Ach, die Kantine ist so weit unten und ich bin so faul. Macht aber nichts. So habe ich mehr Zeit für Lou. Warum stellst du mir diese Fragen über Bent? Wieso? Man darf doch mal etwas neugierig sein, oder? Ist ja sonst auch nicht viel los auf der Insel. Ich habe dir Essen mitgebracht. Oh, echt? Hackfisk. Guten Appetit. Oh, mein Lieblingsessen. Hey Lou, ich muss Schluss machen. Essen ist da. Das kannst du mir später erzählen. Hab gerade Mordskohldampf. Bis dann. Lecker. Schöne Sache. Er scheint mich vergessen zu haben. Na, umso besser. Heißt, wir können jetzt auch funken. Juhu. Funken. Ich muss das ZFG erst wieder mit der Antenne an Oggis Hubschrauber synchronisieren. Was? Hallo? Immer noch kein Empfang. Und nochmal die Tür öffnen. Ja? Ich muss los. Bis dann. Das ist voll creepy, vor allen Dingen. Ja. Oh Gott. Okay. Okay, mein Film läuft schon lange. Ich mache jetzt aber doch noch weiter durch. Und, das ist doch nicht wahr. Kann ich an der Antenne irgendwie? Nö, okay. Sie ist jetzt Teil meiner Zeitfunkantenne. Mhm. Super. Geländer, Geländer. Immer im November. Leer. Ah, so viel zum Thema. Na gut. Ich würde mal sagen, ich mache mal ganz kurz ein abschließendes Bild gerade mal, damit ich schon mal ein Bild habe. Oh, das wird lustig, nachher noch hier zu markieren, wo der Rand ist. Weil einfach mal oben und unten nicht wirklich richtig zu erkennen ist. Ich kriege das schon hin. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen schwarz wegnehmen. Einfach, dass das Bild ein bisschen mehr ausfüllt. So. Tür öffnen. Die ist zu. War ja irgendwie klar. Ah, entschuldigen Sie, aber Sie dürfen da nicht rein. Warum nicht? Die Präsentation ist nur für Investoren und Bohrinselpersonal. Warum gehen Sie nicht in die Kantine? Was essen? Ich sage Dr. Svensson dann, dass Sie dort sind. Ich sehe mich lieber noch etwas um. Danke. Wie Sie wollen. Na gut, dann zur Mitte und dann raus hier. Ich dachte, ich hätte Sie auf Ihre Kabine geschickt. Sie sollten sich doch hinlegen. Ich weiß. Aber warum? Warum? Sie haben während der Untersuchung Blut gespuckt. Darum. Sie sind krank und Sie brauchen ganz dringend Ruhe. Sehe ich denn krank aus? Nein, aber Sie sind es. Müssen Sie denn erst zusammenbrechen, bevor Sie auf mich hören? Zusammenbrechen? Ohne Behandlung könnten Sie sogar sterben. Was? Wann? Ich weiß es nicht. Noch machen Sie mir einen fitten Eindruck, aber wie gesagt, das kann täuschen. Dann muss es noch eine Weile gehen. Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Hier? Nichts. Sie müssen in ein Krankenhaus und sich vollständig untersuchen lassen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Sie werden keine Zeit mehr haben, wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern. Weißt du, wie du gerade klingst? Nein. Wie klinge ich? Ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst habt ihr keine Zukunft mehr. Du klingst wie ich. Dann tun Sie sich einen Gefallen und hören Sie zur Abwechslung mal auf sich. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Oh Gott. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Darf ich vorbei? Tut mir leid, aber das kann ich nicht verantworten. Sie sind krank. Sie brauchen Ruhe. Das ist doch ganz allein meine Sache, wo ich hingehe. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Der Rest der Bohrinsel. Der Arbeiterbereich und die Forschungsstation. Orte, an denen kranke Menschen nichts zu suchen haben. Oh Gott, wie er jetzt austickt. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an Ihre Gesundheit. Okay, also
ich sag mal so, ich kann es irgendwo verstehen natürlich. Jeder Arzt macht sich natürlich um Patienten Sorgen, vorausgesetzt es ist ein guter Arzt. Aber dass er gleich so austickt, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich kann halt nicht wirklich irgendwo hin, ne? Der ist halt auch schon am Ende im Gelände. Er steht auf der Brücke und raucht. Haben wir noch irgendwas? Die Pfeile passt genau in den Strudel. Warum? Ah, ich habe so eine scheiße Idee, was sie will. Oh Gott, da hätte ich aber auch drauf kommen können. Pfeile, Strudel, gleich Antenne, dachte sie ja eben vorhin noch. Ah. Ich komme nicht. Her damit. So, eine Minute, zwei Minuten sind noch. Und dann bin ich ja vorne weg. Du solltest aufhören zu singen. Was verstehen Sie schon von Musik? Die sendet nicht mehr. Was gibt's? Bis dann. Ja, trau. Okay, also wir haben den Antennenfunker oben, wir haben die Mikrowelle, die Wellen sendet weg. Also viel können wir nicht mehr haben, was da noch stört. Hoffe ich, glaube ich. Ich habe auch nichts mehr im Inventar, das dauert mir sonst zu lang. Jetzt muss es klappen. Ja, bitte. Weil Achtung, Achtung, hier spricht Funker Fell. Delvin, bist du in der Leitung? Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Bitte, bitte, bitte. Hallo, Faye. Sadi? Oh Gott. Ich bin mal ruhig. So. Es freut mich, dass die Präsentation Sie so überzeugen konnte. Ich muss gestehen, das Ergebnis hat mich selbst etwas überrascht. Dann war das ja eine ganz wunderbare Überraschung für uns alle. Ich kann Ihnen versichern, Herr Doktor, Sie haben uns auf ganzer Linie überzeugt. Schatz, bitte, wir dürfen jetzt nichts überstürzen. Nicht bevor wir die Bakterie selbst getestet haben. Darum schlage ich vor, dass der gute Doktor uns schnellstmöglich eine Probe seiner wunderbaren Alge zukommen lässt. Sollte dann alles mit rechten Dingen zugehen, wovon ich ausgehe, werden unabhängige Forscher das Ergebnis von vorhin ohne weiteres rekonstruieren können. Und unsere uneingeschränkte Unterstützung ist ihnen sicher. Oder gibt es da ein Problem? Lass mich durch! Ich muss zu Ben Svensson! Mir scheint, die Zahl Ihrer Fans wächst von Minute zu Minute, mein lieber Doktor. Ich muss mit ihm reden, bitte. Entschuldigen Sie mich. Hier rein, schnell. So. Jetzt mal immer mit der Ruhe. Sag schon, wie ist es gelaufen? Was? Die Alge. Sind die Investoren überzeugt? Sie sind sogar begeistert. Gut. Ja, ein Problem weniger. Aber jetzt zu Ihnen. So, und an der Stelle mache ich mal Schluss. Man kann ja Kann man Schluss durch... Ich kann nicht Schluss durch speichern. Das darf jetzt nicht wahr sein. Und meine Maus spackt gerade ein bisschen herum. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier an der Stelle Schluss. Werde gleich für die nächste Folge schon mal die Begrüßung und so noch aufnehmen. Aber ansonsten auch nicht viel mehr. Deswegen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Salz. Haut rein. Und ciao.